wird schon. Anfangssequenz. Zu den Sinnen kommen. Also, ne, wenn ihr neu seid, braucht ihr mehr Input, mehr sensorischen Input. Dann macht für euch mehr sensorischen Input. Wichtig ist, also wichtig bei den Spaghetti-Armen ist, dass die Arme wirklich locker werden, Oberkörper auch. Eigentlich alles. Der Impuls kommt auch hier eher aus den Unterschenkeln. Fußsohlen bleiben kleben auf der Erde und alles andere kann da drüber eben entweder diesen Arme schlenkern folgen, das halt länger machen, ne? Oder rütteln auf der Stelle auch aus, Impuls kommt auch aus den Unterschenkeln. Und macht das heftig, ne? Also so wie es angenehm ist, aber so, dass ihr was merkt. Ne? Dass dieses leichte Schütteln, was ich mache, ist für die meisten quasi gar nichts. Für mich ist das schon ausreichend. Und das Ziel ist eben ein bisschen locker zu werden, rauszufinden, wo es nicht locker ist. Körper scannen komplett. Und das geht halt leider nur indirekt. Versuchen, da wo was verspannt ist, es ein bisschen zu lösen. Ja, durchaus, wenn was in der Schulter ist, so leichtes Kreisen. Und wenn ihr gerade im Stress wart und wirklich hier jetzt in eurem Körper, in diesem Moment ankommen wollt, dann ne, wie wahnsinnig schütteln, wenn es angenehm ist. Ne? Nur weil ich jetzt so wenig mich bewege, heißt das nicht, dass ihr das auch so wenig machen müsst. Ne? Macht das so, dass ihr merkt, da ist mein Körper, hier ist locker, da ist nicht locker und so. Ne? Langsam den ganzen Körper durchgehen. Also mindestens 3 Minuten lang. Ich kann das ja auch zum Losschütteln nehmen. Okay. Das ist ja nicht alles. Das ist ja zum Beispiel, ich kriege jetzt Wind aus dem Rücken. Im Rücken habe ich Wind. Der ist für mich grenzwertig. Also was die Kälte betrifft, ne? Wenn wir jetzt nachher dann auch noch Baumstehen machen, dann bewege ich mich fast gar nicht mehr. Dann muss ich mir meine Jacke anziehen. Also achtet auf euch selber. Und macht das so immer weit, weit vor irgendeiner Grenze. Das ist wirklich Entspannung. Und Körperwahrnehmung ist das Ziel. Keine Grenzaustestung. Und das ist auch der Grund, warum es von außen betrachtet so wenig ist, was hier stattfindet. Also für manche wirklich zu langweilig, kein Unterhaltungswert, keine Action. Ist so, ist okay. Ja? Es ist halt eher Sport für Faule, Leute, die meditieren und so. Dahin geht es auch. Es ist ein bisschen lösen. Und wenn Blutfluss, also kardiovaskuläre Anregung gefordert ist, wir machen das eben nicht über Geschwindigkeit, auch nicht über Schwitzen,
sondern wenn kardiovaskulär, das schaffen wir sogar, ist langsam großes Volumen bewegen. Bringt für das, wohin wir wollen, auch enorm viel. Ist ja egal, ob es nun schnell geringe Menge ist oder viel und langsam. Und lösen, Schultern lösen, verwurzeln, ausatmen nach unten. Einatmen, die Arme steigen fast von selber, locker alles, Finger locker, ausatmen, entspannen und einatmen, entspannen. Und jede Mikrosekunde feststellen, wo Verspannungen sind oder entstehen und versuchen, sie einfach langsam gehen lassen, diese Verspannung. Also diese Übung ist wirklich zentral. Die kann man sein ganzes Leben lang machen, kann sie relativ schnell oberflächlich lernen. Und die eignet sich eben für die tägliche Praxis. Für euch. Für mich sowieso, aber für euch ist das wirklich die zentrale Übung für uns alle. Ist alles dabei. Ich leichte Ausrichtung komplett mit dem Oberkörper, mit dem Rücken ausrichten. Mehr verwurzeln, mehr sitzen, mehr ausatmen. Also der ganze Körper ist in Bewegung. Das ist nicht nur einfach rauf runter, sondern es ist wirklich ein Kreis der Handgelenke vor dem Körper, eine S-Welle durch den Körper, durch den Rumpf. Und immer wieder zu sich kommen. Auch wenn die Sonne jetzt nicht rauskommen würde, geht es darum, wirklich hier immer entspannter zu werden, geistig und körperlich, weil dann bleibt wirklich nur das innere Lächeln über. Unsere Belohnung.
Und langsamer werden sogar. In eurem eigenen Tempo drei sehr, sehr langsame, vollständige Atemzyklen. Dann, wenn ihr wollt, zum Baum umarmen kommen. Schultern locker, Ellenbogen hängen, Luft unter den Achseln, Finger sind locker. Genug Platz hier vorne. Aufmerksamkeit ist eigentlich eher, wenn in den Handgelenken. Und am Anfang ist viel zu viel Spannung in den Armen, um sie da zu halten. Also wenn ihr da merkt, es ist zu viel Spannung da, versucht ein wenig zu lösen. Wenn es aber wirklich nicht geht, dann bleibt in der Grundstellung, lasst die Arme sinken und entspannt. Macht aber den Körperscan. Von oben nach unten, beim Ausatmen nach unten verwurzeln, beim Einatmen den Rücken gestreckt sein lassen. Also jeder Atemzyklus ist neu. Es ist keine statische, fixe Sache. Ein ständiges Entspannen suchen. Kann ich das noch entspannter machen, dieses Rumstehen?
und dann in eurem eigenen Tempo, wenn ihr bereit seid, zur Grundposition kommen und nochmal nachspüren mit der Frage, wie geht es mir jetzt, wie fühle ich mich jetzt? Antwort ist euer Gefühl, keine Geschichte. Körpergefühl. Wunderbar. Der erste Abschnitt ist immer nett. Ich kann euch nur raten, Meditations-Apps auszuprobieren, weil das ist so super. Man kriegt so schnell so einen Überblick darüber, wie so Meditation überhaupt, was das überhaupt ist. Ja. Testet ruhig verschiedene aus. Wir machen so einen 5-Minuten, also ich mache einen 5-Minuten-Talk über ein Thema und dann lassen wir das quasi 20 Minuten lang nachhallen. Das ist quasi der tiefere Sinn, warum ich da auch nicht eine große Anleitung mache. Das ist aber auch ein bestimmter Stil, ja, eher in Richtung Selbstreflexion. Wie sind meine Grundgefühle in Bezug zu dem, worum es eben ging in diesem 5-Minuten-Talk, um eben wirklich tiefer gehen zu spüren, wie reagiert mein Körper da drauf, ne? Was sagt vielleicht mein Geist sogar, ne? Und das langsam zur Ruhe kommen zu lassen und im Anschluss drei Fragen, wenn ihr wollt, oder Anmerkungen, auch von denen, die dabei sind, ist klar. Ansonsten nächsten Mittwoch in Englisch, Wednesday 1 PM, eine normale Session, und dann um 19 Uhr noch eine Meditation. Ich schaue jetzt noch mal gleich, aber ansonsten danke, dass ihr wirklich mitgemacht habt. Das finde ich gut, finde ich gut. Habt einen schönen Sonnabend.